Der Patient von Zimmer 243 ist aus dem Koma wieder aufgewacht. Willkommen im Leben. Hallo. Ist noch alles dran? Ja, ich glaube schon. Bitte, ich muss mal telefonieren. Vergessen Sie's. Was Sie müssen, das ist wieder gesund werden. Ja, ist recht. Wir hätten Frank nicht fahren lassen dürfen. Johns Tod war schon ein Unfall zu viel. Wenn ich euch so beobachte, dann denke ich manchmal, ihr seid wie ein Haufen Kinder. Nur, dass eure Spiele viel gefährlicher sind. Was ist denn das mit dieser Rennfahrerei? Ich habe wirklich versucht, es zu verstehen. Es funktioniert nicht. Es ist eine Sucht. Wenn du abhängig bist, dann verstehst du es. Aber bei mir ist Schluss. Endgültig. Mach keine Versprechungen, die du nicht halten kannst. Nee, nee, das meine ich ernst. Scott? Guten Abend. Zimmer 243, Herr Zeiler. Ich bin Dr. Kriener, wir haben miteinander telefoniert. Guten Abend. Ja, dann bringe ich Sie zu Herrn Zeiler. Ich möchte dabei gerne etwas mit Ihnen besprechen. Aber kein Grund zur Sorge. Das Schlimmste hat Herr Zeiler hinter sich. Ich muss Sie nur bitten, Ihren Freund nicht zu überanstrengen. Natürlich nicht. Es ist durchaus möglich, dass er vor Optimismus sprüht und Ihnen von allerlei verschiedenen Plänen erzählen wird. Das ist aber ganz normal. Er ist in einem sehr sensiblen Stadium. Da dürfen wir auf keinen Fall den Mut nehmen. Das ist im Moment ganz wichtig. Wird er jemals wieder Rennen fahren? Das kann man noch nicht sagen. Es ist noch zu früh, eine endgültige Diagnose zu stellen. Aber er hat großes Glück gehabt. Da ist noch etwas, was ich Ihnen sagen möchte. Wir verfügen in unserer Klinik nicht über die optimalen Mittel, um Ihrem Freund wieder auf die Beine zu helfen. Aber es gibt die Reha-Klinik Berlin. Er ist leider nicht krankenversichert. Aber vielleicht lassen sich irgendwie die finanziellen Mittel aufbringen. Sie sollten dafür sorgen, dass er dorthin kommt. Gut. Sie können jetzt reingehen. Danke. Bitte. Vielen Dank. Seht ihr mich so an? Sehe ich aus wie ein Geist? Vielleicht noch ein bisschen blasser. Nur eine optische Täuschung. Nach das wundervolle Licht hier. Scheint dir ja wieder gut zu gehen. Mir ging es selten besser. Der Schönheitsschlaf ist vorbei. Jetzt geht's wieder an die Arbeit. Kannst du dich noch erinnern, was passiert ist? Das letzte ist eine Zielgerade. Wie es aussieht, habe ich die nicht ganz gekriegt. Ne? Was mit unserem Auto? Schrott. Sind ja alles wunderbare Nachrichten. Entschuldigt. Ich will euch nicht rausschmeißen, aber ich könnte noch eine Mütze Schlaf vertragen. Wir kommen morgen wieder. Kümmerst du dich vielleicht schon mal um ein neues Auto? Bringst du mir bitte ein Handy? Die lassen mich hier noch nicht mal pinkeln. Frank, jetzt hol dich erst mal aus. Und lass die Schwestern in Ruhe. Ich sitze schneller wieder im Auto, als du glaubst. Verlass dich drauf. Als erstes möchte ich natürlich mein Bedauern über diesen tragischen Zwischenfall ganz klar zum Ausdruck bringen. Niemand wünscht seiner Konkurrenz so etwas. Gleichzeitig gebe ich gerne zu, dass ich dankbar und erleichtert bin, dass der Fahrerin unseres Teams, Frau Janine Jordan, nichts passiert ist. Was haben Sie empfunden, als Ihr Bruder verunglückt ist? Wir hatten uns darauf geeinigt, private Fragen außer Acht zu lassen. Nächste Frage. Wie schätzen Sie Frank Zeilers Chancen ein? Wird er in dieser Saison wieder fahren? Ich glaube, diese Frage lässt sich mit einem klaren Nein beantworten. Es ist fraglich, ob Frank Zeiler überhaupt je wieder Rennen fahren wird. Ich bedauere das zutiefst, aber so sieht es im Augenblick jedenfalls aus. Wie schätzen Sie die Lage ein, Frau Jordan? Bitte? Wie schätzen Sie die Lage ein, Frau Jordan? Die Lage interessiert mich einen Dreck. Frank Zeiler ist zwar einer meiner härtesten Konkurrenten,
Aber er ist in erster Linie Mensch. Das nicht zu vergessen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass er wieder auf die Beine kommt. Ja, aber dafür bräuchte es wohl ein kleines Wunder, oder? Warum denn nicht, wenn es hilft? Stimmt es, dass der Anschlag eigentlich Ihnen galt? In dieser Sache sind unsere Freunde von der Polizei schon am Ball. Ich denke, deswegen wird unser Gespräch erst weitergehen, wenn die Fakten auf dem Tisch sind. Abschließend möchte ich nochmals erklären, dass es längst an der Zeit war, über die Sicherheit von Rennstrecken zu diskutieren. Danke, meine Damen und Herren. Starke Mitleidsnummer, Janine. Kompliment. Und konsequent durchgezogen. Das war keine Nummer, das ist mein Ernst. Dein Mitgefühl in Ehren, aber wir sind angetreten, die Meisterschaft zu gewinnen. Und jetzt sehe ich zum ersten Mal wieder eine Chance. Dieser Unfall war ein Geschenk des Himmels. So leid es mir für den Kleinen tut. Das ist doch nicht zu fassen. Ich habe zwar unterschrieben, dass ich für dich fahre, aber ich habe nicht unterschrieben, dass ich genauso krank denke wie du. Du verstehst nichts. Und schon gar nicht, dass ich dir nach dem Mund rede. Vermisch Berufliches nicht mit Privatem. Das macht schwach. Reserviert schon mal für nächste Woche die Rennstrecke. Ja, tschüss. Achtung! Mensch, Sie erstaunen mich jeden Tag, Herr Zeiler. Ja, ich gebe mir alle Mühe. Ich habe Ihnen doch gesagt, in ein paar Tagen bin ich wieder auf den Beinen. Ein Patient wie Sie ist mir ehrlich gesagt noch nicht untergekommen. In ein paar Tagen beginnt die Therapie ohne Krücken. Eine Woche später bin ich raus, dann sind Sie mich los. Oh. Wir wollen es nicht übertreiben. Doch. Genau deshalb bin ich ja da, wo ich jetzt bin. Es geht immer noch ein Stückchen mehr, als man glaubt. Vielleicht haben Sie recht. Gut, auf mich warten noch ein paar Patienten. Tschüss! Großartig. Nur drei Schritte machen wir Schluss für heute. Zwei. Und den letzten. Ja. Hey, du schaffst noch fünf. Entschuldigen Sie, aber hier ist kein Zugang für Besucher. Ist schon okay. Okay. Noch fünf? Ja, nein. Wir machen Schluss für heute. Ich will aber, klar? Bitte. Wow. Okay. Na los, du schaffst es. Also, kommen wir gleich zur Sache, Frau Brandt. Wir möchten es mit Ihnen versuchen. Entschuldigung, das ist mir jetzt so rausgerutscht. Tun Sie sich keinen Zwang an. Das ist einer der Gründe, warum ich mich für Sie entschieden habe. Es gab zwar eine Menge Leute mit besseren Qualifikationen, aber keiner schien sich für die Arbeit so zu begeistern wie Sie. Danke. Ich freue mich, Sie im Team zu haben. Ich freue mich auch. Hallo, Philipp. Oh, hallo. Na, was machen die Fische? Findest du auch, dass die dicker geworden sind? Ich jetzt schlecht sagen. Ich glaube, ich habe die befüttert. Siehst gut aus. Oh, mir geht's auch sehr gut. Ich habe den Job. Hey, ja. Gratuliere. Ach, so förmlich. Kannst mich ruhig mal drücken. Komm her. Scheint ja alles wieder gut zu werden. Ja. Das ist verrückt. Frank kommt übermorgen schon raus. Ja, deswegen bin ich ja hier. Ich finde, wir sollten eine richtig tolle Willkommensparty für ihn geben. Hey, das ist eine gute Idee. Ja. Sag mal, hast du ihm schon erzählt, dass du aussteigen willst? Hat sich noch nicht ergeben, bisher. Was mir viel mehr Sorgen macht, das ist die horrende Krankenhausrechnung. Zu viel? Nee, mehr. Wir finden bestimmt eine Lösung. Nicht gerechnet, dass du so schnell wieder auf den Beinen bist. Ich bin stolz auf dich. Das ist eine Frage der Motivation.
Nächste Woche fange ich wieder an zu trainieren. Ich hole mir mal einen Kaffee. Nein, das mache ich. Nee. Ich muss ja trainieren. Willst du auch hin? Nein, ich habe noch. Machst du mir bitte einen Kaffee? Was war denn los? Ich weiß nicht. Tag, Herr Zeiler. Entschuldigen Sie, dass Sie so lange warten mussten. Was ist mit mir? Tja, wir haben ein Problem. Was heißt wir? Sie meinen ich? Ja. Ich möchte Ihnen was zeigen. Sehen Sie das hier? Das sind Synapsen, welche die Informationen vom Gehirn an den Körper weiterleiten. Manchmal kommt es zu Störungen, was wie bei Ihnen Lähmungserscheinungen zur Folge haben kann. Ihr Reaktionsvermögen ist dadurch eingeschränkt oder wie gehabt, komplett blockiert. Kann man was dagegen tun? Kann man das operieren? Tja, das ist das Problem. Die Medizin weiß nicht, wie es zu solchen Blockaden kommt. Es gibt verschiedene Theorien, aber keine Gewissheit. Meiner Ansicht nach hat das etwas mit dem Trauma Ihres Unfalls zu tun. Und das heißt? Sie werden wahrscheinlich für den Rest Ihres Lebens damit zu tun haben. Das Problem ist, dass man nie weiß, wann es zu solchen Störungen kommt. Wäre ich hier wieder Rennen fahren können? Ich glaube nicht. Du sagst mir jetzt, was los ist. Du sagst mir jetzt verdammt nochmal, was los ist. Ich bin ein Krüppel, das ist los. Wieso denn? Ich habe jetzt keine Lust, mit dir darüber zu sprechen, ja? Das ist aber wirklich längst überfällig. Pünktlichkeit war noch nie ein Teil als erste Tugend. Hi. Hey, und? Was ist los? Wo ist Frank? Er wurde schon am Nachmittag entlassen. Ja, und? Da stimmt irgendwas nicht. Also, ich muss jetzt. Schade, man hätte wirklich was Besseres mit der Zeit anfangen können. Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss, Herr Griebe. Ja, und? Was machen wir jetzt? Ihr könnt ruhig auch gehen. Ich bleibe. Es reicht ja, wenn einer wartet. Gern von dir wissen. Dachschaden. Synapsen verklebt im Arsch. Was heißt denn das? Das heißt, dass ich in Zukunft Weltmeister im Nintendo spielen werden kann. Aus mit der Rennfahrerei. Jetzt hör aber auf. Es gibt noch andere Dinge im Leben. Ja klar, ich trete im Schrebergartenverein bei und züchte mit meinen Nachbarn Erdbeeren um die Wette.
Es gibt Millionen von Menschen, die glücklich sind ohne Rennfahrerei. Das Leben hat so viel Schönes zu bieten. Ach ja? Was denn bitte schön? Ich bin gespannt. Ich bin noch da. Ohohoho. Was wird das denn jetzt? Ein Liebesgeständnis? Oh, hat sie Mitleid mit dem armen Krüppel. Bitte, hör auf. Warum kommst du damit erst jetzt? Warum nicht schon viel früher? Weil du jetzt so schön auf Mitleid machen kannst? Mutter Teresa, die sich um armen Krüppel kümmert? Ich glaube, wir sollten erst dann wieder miteinander reden, wenn du bei dir bist. Warum lässt du mich nicht einfach in Ruhe? Ich brauche dein Scheißmitleid nicht. Du wirst schon noch rausfinden, dass es nicht nur Autorennen im Leben gibt. Was verstehst du denn davon? Du erwartest doch nicht, dass ich darüber in Tränen ausbreche. Stimmt, was erwarte ich schon? Ist doch nur dein Bruder, richtig? Genau, ein biologischer Zufall. Da ist nicht viel, was uns verbindet. Mein Gott, es gibt so viele Berufe. Warum muss er sich darauf versteifen, Rennfahrer zu werden? Du weißt nichts über deinen Bruder. Nichts! Du bist in ihn verliebt, stimmt's? Blödsinn. Und wenn schon, was hat es damit zu tun, ha? Und was verdammt nochmal geht dich das an? Das sehe ich etwas anders. Sei froh, dass er draußen ist. Bin ich nicht. Noch ist dein Bruder nicht ausgestiegen, okay? Frank ist zäher, als du denkst. Frank! Hey! Doch, Sonny ist eine Art. Frank? Frank, komm, mach schon auf. Frank, wir haben keine Lust, hier wie die Idioten rumzustehen. Hat euch keiner drum gebeten. Wir sind ein Team. Schon vergessen. Und ich bin draußen. Noch nicht mitgekriegt. Hey Frank, komm, lass uns nicht hängen. Okay, dann lass uns besprechen, wie es weitergeht. Sollen wir den Rennstall verkaufen? Macht doch, was ihr wollt. Ist mir scheißegal. Okay, dann verkaufen wir. Das willst du auch sowieso nur von mir hören. Du hast meinen Segen. Und jetzt lass mich verdammt noch mal in Ruhe. Und die Scheiße hier kannst du gleich mitnehmen. Philipp, der meint's nicht so. Nee, nee, komm. Komm, wir gehen. Der beruhigt sich auch wieder. Plötzlich bricht alles zusammen. Wie ein Kartenhaus. Was machen wir jetzt? Wie soll's weitergehen? Gar nicht. Keine Lust mehr. Verkauf den ganzen Scheiß und Schluss. Reicht vielleicht gerade für die Krankenhausrechnung. Du kannst den Stall doch nicht einfach so verkaufen. Dann soll er verdammt nochmal aufhören, sich einzuigeln. Verdammter Mist. Guten Tag, meine Herren. Ich hoffe, ich störe Sie nicht. Was verschafft uns die Ehre? Ich möchte etwas Geschäftliches mit Ihnen besprechen. Bitte. Unter vier Augen. Dieser Herr ist zufällig mein Partner. Wir haben keine Geheimnisse. Wie Sie wünschen. Frank ist draußen. Das wissen Sie, das weiß ich, das weiß er selbst am besten. Das heißt aber nicht, dass auch Sie gleich das Handtuch werfen müssen. Kurzum, ich möchte, dass Sie für mich arbeiten. Ich kaufe Ihren Rennstall, Ihr Patent und Ihr Know-how. Und das zu einer Summe, die Ihre Erwartungen bei Weitem übertreffen wird. Klingt eigentlich ganz vernünftig. Ihren Partner können wir gleich mit übernehmen. Es sei denn, er möchte ausbezahlt werden. Klingt fair. Das einzige Problem ist bloß, dass Frank noch nicht ausgestiegen ist. Mein kleiner Bruder kann kein Glas mehr in die Hand nehmen, ohne Angst haben zu müssen, es zu verschütten. Da haben Sie mehr Informationen als wir. So leid mir das tut, Frank ist ein Fall für die Rentenabteilung. Schluss aus, fertig. Frank wird wieder fahren. Bei aller Sympathie, Sie begehen einen großen Fehler. Aber bitte träumen Sie weiter.
Nur wenn Ihnen das Wasser bis zum Hals steht und Sie aufwachen, könnte es sein, dass mein Angebot nicht mehr ganz so lukrativ ist wie heute. Ja, damit werde ich dann leben müssen. Überlegen Sie sich's. Da geht sie. Unsere bezahlte Krankenhausrechnung. Ja, das kann ja nicht der einzige Ausweg sein. Frank? Frank? Mann, ich sehe doch, dass du da bist. Hau ab. Mach die Tür auf. Nein. Mach die verdammte Tür auf! Ich hab gesagt, du sollst abhauen. Lass mich in Ruhe. Wie lange willst du diese Selbstmitleidnummer noch durchziehen, ha? Willst du dich dein ganzes Leben lang bedauern? Warum nicht? Nicht, warum nicht? Weil es keinen Grund gibt dafür! Mach die verdammte Tür ab, oder? Meinst du, ich will mich mit einer Blechbox unterhalten? Verdammte Scheiße! Stinkt wie in einem Puma-Käfig hier. Was willst du? Frag nicht so blöde. Es wird Zeit, dass du dich zusammenreißt. Wofür? Wofür? Bist du bescheuert? Wofür, ha? Wofür, wofür, wofür denn? Hey! Ha? Wofür? Ist ja doch noch ein Fünkchen Leben in dir. Janine, was willst du von mir? Warum wirfst du so schnell das Handtuch? Weil ich ein Krüppel bin. Kapiert? Und jetzt lass mich in Ruhe. Ja, kapiert. Ich habe mich also in dir getäuscht. Offensichtlich. Okay, dann verrecke. Hörst du? Verrecke in deinem Selbstmitleid. Geh, geh! Ja. Ich geh! Kann man so sagen. Die Ähnlichkeit ist ja nicht zu übersehen. Oh, ist lecker. Seine Mutter wollte es nicht annehmen. Jetzt hab ich sie. Nicht wahr, Lulu? Scheint dir gut zu tun, deine Arbeit. Ups. Sag mal, wie geht's dem Frank? Kümmerst du dich um ihn? Er verkriecht sich. Reagiert weder aufs Telefon noch sonst wie. Kannst du nicht mal mit ihm reden? Kann ich nicht. Nicht nach dem, was er mir in den Kopf geworfen hat. Ich glaube nicht, dass er das wirklich so gemeint hat. Ja, schon möglich, aber im Grunde hat Frank recht. Unsere Welten lassen sich nicht vereinbaren. Thank you.
Das ist das Problem. Ihre Reaktionen sind im Großen und Ganzen völlig normal. Sogar überdurchschnittlich. Ihre Störungen treten unvermittelt auf. Irgendwas muss man doch tun können. Sie haben keine wirkliche Krankheit. Soweit ich das beurteilen kann, sind Ihre Störungen psychosomatischer Natur, eine Art Posttraumata. Aber die Störungen sind auf dem CT erkennbar, sie sind messbar. Also kann doch da irgendwas nicht stimmen, das bilde ich mir doch nicht ein. Das ist richtig. Wir können Ihnen aber trotzdem nicht helfen. Es muss aber was geben. Das ist ja eine Überraschung. Der Veteran kehrt aufs Schlachtfeld zurück. Soll ich dir einen Stuhl holen lassen? Tut mir leid, war nur gut gemeint. Sicher. Wo ist denn Janine? Ist nicht da.